Hallo, Ed der Bagger. Suchst du nach deinen Freunden? Billy die Planierraupe und Charlie der Kran sind direkt am Ende der Straße am Kürbisfeld. Was habt ihr mit all den Kürbissen vor? Ah, ich verstehe. Ihr habt Kürbislaternen daraus geschnitzt und jetzt wollt ihr die Burg damit schmücken. Für Halloween. Dann fangen wir mal an. Hier ist der perfekte Platz für eine Kürbislaterne. Gut gemacht. Das ist eine gute Idee, Charlie. Am Eingang sehen sie wirklich gruselig aus. Wow, da hat sich aber einer erschreckt, was, Ed? Fast fertig. Schön vorsichtig, Jungs. Ihr wollt ja nicht, dass die Kürbisse vom Dach fallen. Hervorragende Zusammenarbeit. Und Charlie hat noch mehr Dekoration auf der Ladefläche. Oh, diese Fledermäuse sehen bestimmt sehr gruselig an den Mauern aus. Und Charlie macht die großen Spinnennetze mit den riesigen Spinnen fest. Gute Arbeit, Jungs. Die Burg ist fertig für Halloween. Wow, was ist das? Ein Gespenst? Lauft, Jungs, lauft! Wartet mal einen Moment. Das ist kein Gespenst. Das ist nur Charlie. Er hat uns einen Streich gespielt. Alle Dekorationen sind an Ort und Stelle. Jetzt ist es Zeit für die Kostüme und für Süßes oder Saures. Tolle Kostüme, Jungs. Charlie die Mumie, Billy die Biene und Ed der Teufel. Süßes, sonst gibt's Saures. Danke, Kaugummimaschine. Wow, Süßigkeiten für Billy. Und Eiscreme für Ed. Fröhliches Halloween, Freunde. Bis bald, wir sehen uns. Hallo Jungs, worauf habt ihr heute Lust? Ihr möchtet mit U-Booten spielen? Das klingt spaßig. Dann fangen wir an. Wenn ihr zusammenarbeitet, ist die Arbeit schnell erledigt. Dann habt ihr mehr Zeit, um zu spielen.
Hervorragende Arbeit, Jungs. Fast fertig. Wer sagt denn, dass man nicht auch bei der Arbeit Spaß haben kann? Nicht wahr, Ed? Na, das nenne ich mal eine hervorragende Zusammenarbeit, Charlie und Billy. Das war's. Fertig. Jetzt ist es an der Zeit zu spielen. Ihr könnt mit euren U-Booten schnell oder langsam fahren, wenden, springen und tauchen auch. Seid ihr bereit fürs Rennen? 3, 2, 1, los! Aufgepasst! Super! Alles klar, Jungs. Super Rennen. Auf dem dritten Platz Billy die Planierraupe. Auf dem zweiten Platz Charlie der Kran. Und auf dem ersten Platz Ed der Bagger. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo Freunde, bereit für einen weiteren spaßigen Tag? Worauf habt ihr denn heute Lust? Ihr wollt ein Kino bauen? Okay, dann sammeln wir mal alle Baumaterialien ein. Das macht ihr super alle zusammen. Billy, jetzt ist keine Zeit, um zu spielen. Charlie hat die richtige Idee. Kümmern wir uns um die großen Steine. So ist es besser, Billy. Warte mal, wo ist dein Stein hin? Bestimmt hat ihn Ed stibitzt. Jetzt hast du es ihm aber gezeigt. Wir brauchen noch mehr von diesen großen Steinen. Kannst du welche holen? Warte mal einen Moment. Ich glaube, Billy hat dich in einem Labyrinth gefangen. Puh, gerade noch rausgeschafft. Nur noch ein paar Handgriffe und ihr seid fertig, Jungs. Es ist wirklich toll, wie ihr zusammenarbeitet. Das sieht aus, als würde es Spaß machen, Ed. Aber es hilft nicht wirklich dabei, das Kino fertig zu bauen.
fast fertig. Und jetzt das wichtigste Teil, der Projektor. Die Vorstellung beginnt. Viel Spaß beim Film. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo Freunde, seid ihr bereit für einen weiteren spaßigen Tag in Baustadt? Großartig, was werden wir heute unternehmen? Oh, ihr wollt eine Mauer bauen aus verschiedenfarbenen Steinen? Dann fangen wir an. Schaut, wir haben verschiedene Farben, mit denen wir arbeiten können. Schwarz, blau, grün, rot und weiß. Fangen wir damit an, einen grünen Stein zu machen. Großartige Arbeit, Billy die Planierraupe. Fantastisch! Charlie der Kran, deine Aufgabe ist es, alle fertigen Steine auf deiner Ladefläche zu verstauen. Billy, kümmere dich um noch mehr Grüne. Und Ed der Bagger, wie wär's mit etwas Weiß dazu? Lasst uns ein paar Farben mischen, um andere Farben zu erhalten. Gute Arbeit! Jetzt haben wir ein helleres Grün. Lasst uns Schwarz zum Grün mischen. Ich bin gespannt, was da für eine Farbe rauskommt. Wow! Grün und Schwarz ergibt ein dunkles Grün. Lasst uns ein paar andere Farben ausprobieren. Billy, hol mal eine große Schaufel Blau und Ed fügt ein paar Grüne dazu. Schaut euch diese hübsche blau-grüne Farbe an. Sie heißt Cyan. Wow, großartige Arbeit. Lasst uns jetzt einen gelben Block machen. Dafür brauchen wir Grün und ein bisschen Rot. Perfekt. Ich frage mich, was für eine Farbe herauskommt, wenn man die gleiche Menge an Blau, Grün und Rot zusammentut. Versuchen wir es. Wow, das ergibt Grau. Charlie, deine Ladefläche ist voll. Zeit, die Steine zur Baustelle zu bringen. Großartige Arbeit alle zusammen. Bis zum nächsten Mal.
Hallo, Charlie der Kran. Wir haben heute eine sehr wichtige Arbeit. Wir bauen ein Feuerwehrauto. Ed der Bagger und Billy die Planierraupe. Mögt ihr helfen? Beginnen wir damit, die Räder anzubringen. Oh, das hat ja nicht so gut funktioniert. Vielleicht kann Charlie den Rahmen anheben, während ihr die Räder anbringt. Wow, Ed! Du hast so doll geschubst, dass das Rad auf der anderen Seite runtergefallen ist. Ups, schon wieder! Vielleicht solltet ihr zusammenarbeiten. Das sieht hervorragend aus. Aber wir brauchen noch mehr Teile. Die Kanzel, den Drehturm und die Wasserkanone. Perfekt! Als erstes braucht das Feuerwehrauto einen Wassertank. Jetzt der Drehturm, damit wir mit dem Wasser auf das Feuer zielen können. Jetzt müssen wir natürlich auch das Wasser zu Feuern in großen Gebäuden bringen können. Dieses Teil funktioniert genau wie Charlies Kran, nur dass am Ende Wasser rauskommt. Das sieht großartig aus. Schaut euch Billy an. Das sieht aus, als würde es Spaß machen. Aber kommt, lasst uns mit dem Feuerwehrauto fertig werden. Als nächstes kommt die Kanzel. Dort sitzt der Fahrer. Alles fertig. Wir sollten es ausprobieren. Funktioniert hervorragend bei einem kleinen Gebäude. Schaut euch das an. Es erreicht auch die Dächer von den höheren Gebäuden. Wow! Großartige Arbeit, Jungs! Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.